Auf jeden Fall ist von dem Psycho nichts zu erwarten. Ja, der war richtig stolz darauf, dass er einen Schwulen zusammengeschlagen hat, der Idiot. Vor Gericht sieht er bestimmt eine ganz andere Nummer ab. Reumütig und so klein mit Hut. Ey! Hey. Schön, dass du wieder da bist. Karl hat schon gesagt, dass sie dich endlich entlassen haben. Hi. Hi. Und alles klar? Wenn meine Lieblingsmitbewohnerin auftaucht, doch immer. Ja, ab heute musst du dir ein neues Kompliment überlegen. Ach stimmt, jetzt wo Lydia in Australien ist, sind wir leider nur noch zu dritt. Oder auch nicht. Wie ihr seht, habe ich es mir anders überlegt. Was machst du denn hier? Ich bleib in Düsseldorf. Ach, das ist ja toll. Super. Eine wahrlich weise Entscheidung. Komm, dafür gibt's vom Vermieter erstmal einen Cocktail aufs Haus. Danke, aber ich will eigentlich gleich hoch. Ja, klar, ja. Das ist toll, dann vielleicht morgen, ne? Ja, wir sehen uns später. Ja. Warte, warte. Ich mach das schon. Danke. Ist doch logisch. Warte mal kurz. Ist echt toll, dass du nicht geflogen bist. Deine Entscheidung hat damit zu tun, dass wir vorhin... Bild dir bloß nichts ein. Ich bin nicht deinetwegen in Düsseldorf geblieben, sondern trotz dir. Ja, genau. Einmal Spaghetti mit Pesto. Zack. Ja, so ein Gourmet-Koch als Freund ist schon was Feines. Ja, hoffentlich reicht das. Lydia kommt ja auch noch, oder? Ach, die ist bei ihrem Vater. Der lässt sie bestimmt nie wieder weg. Da könntest du schon fast so gut wie am Strand sein. Down under. Ich hätte echt sofort mit dir getauscht. Was? Ja, natürlich nur, wenn du dabei gewesen wärst. Schon besser. Aber ich freue mich, dass sie hier geblieben ist. Na, ich auch so. Sparen wir uns wenigstens die Suche nach einer neuen Mitbewohnerin. Egoist. Sag mal, ja. Was ist denn das romantische Date mit dem Weihnachtsmann? Quatsch. Konstantin und ich, wir hatten einen spitzen Nachmittag. Aber wir beide sind nur Kumpel. Mhm. Was? Naja, ja, hoffentlich sieht Konsti das genauso. 100 pro. Also, wenn ich mich recht erinnere, dann war er doch mal an dich verknallt, oder? Das Thema ist längst abgehakt. Ja, dann.